Jawohl, zu Befehl. Geh doch hin. Wer Klaus noch nicht im Tor gesehen hat, hat was versäumt. Vorigen Sonntag haben wir Westerland gespielt. Die Leute sind der Nummer 4. Der Mann, er war in der Weltauswahl. Meisterehren überhäuft. Ich glaube, wenn Sie ihn jetzt ad hoc fragen, er wüsste gar nicht, wie oft er auf dem Treppchen stand als deutscher Meister. Sogar als Weltmeister ist er einmal dabei gewesen in dem entscheidenden Spiel. Und jetzt wissen Sie, von wem ich spreche. Die Dame, die uns stets begleitet.
begleitet, die nicht nur unser Berghoff Sie können sich vorstellen, dass die Tatsache der Gegenwart von Dagmar Berghoff unsere Truppe fast unerlaubt motiviert. Dies ist aber doch nicht gegen die Marine. Standard Z vor, Freunde. Und dann kommt er mal in die Welt. Und da ist ein weiterer junger Spieler aufgelaufen, um den es eine besondere Bewandtnis hat. Sie sehen ihn jetzt am Ball. Der kann spielen. Sie haben das gesehen. Er gibt den Ball sofort souverän zu Uwe Reinders. Und der junge Mann, der eben abspielte, ja, das ist der Sohn unseres stellvertretenden Intendanten. Denn ein kluger Intendant baut vor. Es wäre ein schlechtes Haus, und das NDR ist ein großartiges Haus, das sich dafür FLRA 78 und FLPD 20 ist, heißt sein. Ja, so. Mit der Nummer 15, hier sehen Sie jetzt gerade frisch eingewechselt Willi Holdorf. Willi Holdorf ist ja auch ein Mann, der Fußball spielen gelernt hat. Und da ist das Tor! Das ist meine große Ehre und unserer Mannschaft auch und unserem Gastgeber auch, dass wir als Gast heute unter uns begrüßen können den deutschen Generalkonsul Klaus Merten aus Abrade. Da tanzt sich jetzt Horst Rubesch durch und jetzt mit diesem gleichfalls sehr merkwürdigen Gegengänge, das ist Heiner Stelter, der Studioleiter aus Oldenburg, der ihn aber sicher besser bekannt ist als Ex-Moderator der Schaubude. Auch er als Nummer. Ohne, als Anonymous, aber er ist viel zu bekannt, als dass sie nicht auch ohne den Reichen können. Mit der Nummer 7 jetzt, Klaus Dietrich. Klaus Dietrich gibt zurück und das könnte gefährlich werden, aber dazwischengang Henning Dardolny. Henning Dardolny, das habe ich für ihn andeuten dürfen, liebe Gäste, einer unserer Star-Kommentatoren, Moderatoren, aber was wichtiger ist für uns heute, dann ist hier ein hervorragender Fußballer. So, ja Freunde, wir haben es gehört, das ist Uwe Reinders. Der sich natürlich blind mit seinem Nationalmannschaftskollegen Wolfgang Uberrat versteht. Und so wird es jetzt wieder gefährlich für die Ratsherren. Und dann kommt er auf den zweiten. Oh ja, Günter. Kommt der Ball schön rein. Und dann ist da ein sicheres Opfer der Abwehr geworden. Aber noch nicht aus der Gefahrenzone raus. Fritz Tronke, unser alter Fritz, so möchte ich ihn aber nennen, spurtet auf dem linken Flügel, setzt jetzt Henning Dardolny nach und gibt zu Philipp Floh. Das ist ja, wie ich sagte, der Youngster unserer Mannschaft, ein gelernter Fußballspieler, der in seiner knappen Freizeit, denn er bereitet sich intensiv aufs Abitur vor, Fußball spielt, leidenschaftlich Fußball spielt und Sie werden das schon merken, dass er das weiß Gott gelernt hat. Da ist er am Ball, schön hereingegeben, zwei, dreimal in der Luft und da bleibt der Ball auf und dann zieht ihn. Volley! Wolfgang Overath oder Wolfgang Overath, meine Damen und Herren, ist ja einer dieser ganz wenigen deutschen Fußballer, den auch unsere Jungs und Mädchen, die sich für Fußball interessieren, kennen, obwohl sie ihn wahrscheinlich gar nicht mehr haben spielen sehen. Er ist wie Uwe Seeler, wie Helmut Rahn, ein Begriff. Und das ist eine gefährliche Chance. Das könnte ich mir denken, aber hoch herein. Und zwei, dreimal, oh ja! Jetzt also Eckstoß, wo eben noch Rainer Kopp gestanden steht, jetzt Uwe Reinders, der den Ball wahrscheinlich hoch hereingeben wird. Jawohl, schön, kommt der Ball, zwei, dreimal in der Luft. Gegen das ist kompliziert. Gegen das ist kompliziert, das ist das wirkliche Video.
der Brauerei. Dann habe ich schön Korn getrunken, 32 nicht pro Cent, sondern pro Stunde. Und ein Polizist fragt mich, haben Sie Restalkohol? Ich sage, ich verbinde mir diese Bettelei. Für den Verein Die Brücke und Altenpflegeheime, Stadt Flensburg, überreicht ein Scheck von D-Mark 13.000. Liebe Gäste, 13.000 Mark, Fotos und nun, Freunde, werden Sie auf den Platz gebraucht. Ich glaube, der NDR spielt zum Teil mit Unterzahl, aber Günter, wie nochmal spielt der Eddy mit 2? Das ist irgendeiner als Sieger ihres Helden fest. Und das ist nun Günter Willemein, der auch von Karl-Oberer spielt, von Karl-Oberer und Lemke. Willi Lemke auf das Ruhe, das sind natürlich Namen, die dem Fußballfreund auf der Zunge zergehen. Das ist der kleine Philipp Plog, der schön hereingibt. Sehen Sie, ich sagte es Ihnen, das ist ein Junge, der mit dem Fußball umgehen kann, auf dem rechten Flügel, wenn nicht mehr deutlich wurde. Gibt den Ball zu Horst Rubesch und Horst Rubesch reicht, schießen und der Ball wird dann. Ja, das war so ein großartiger Mann, der einen großartigen Club betreut. Wolfgang Oberath. Wolfgang Oberath, man den Namen nennt, muss man an den 1. FC Köln denken, der so großartig in die neue Saison gestartet ist. Horst Rubesch am Ball. Horst Rubesch könnte, will aber gar nicht. Nein, der Ball wird jetzt dem FC Rat vorgelegt und der drischt das Leder nach vorne. Jetzt lachen natürlich die Männer um Rainer Kopke Druck. Jetzt suchen sie die weiten Wege und der Ball ist im Tor. Das war mir viel, viel lieber als das Tor von Augenthaler. Ja, ich würde gerne Herr Udo sein, das verpflichten. Ne? Ja, was fällt Ihnen außerdem noch ein? Heute kriegen Sie ja nicht. Also, was haben Sie an Männern in der Kabine gesagt? Das ist ja die Standardfrage der Reporter beim Fußball. Ja, ich glaube, mit Aufwand und mit Zug machen und so weiter. Die Stimme wird schon merklich leise, aber 5:3 ist ja noch keineswegs eine Entscheidung. Der Perwager pflicht immer zu sagen, der Ball ist rund, jedes Spiel läuft anders und aus ist das Spiel erst, wenn abgepfiffen ist. Uwe Rein das wieder mal. Oh, schön, schön, schön. Mit Nummer 3 dazwischen. In den Ballbesitz weiß ich dazwischen. Wirft. Keiner stellt da und das ist aber ziemlich hoffnungslos, denn er ist den Ball schon wieder los. Er rennt nach Johnny und denkt den Ball tatsächlich endlich auf Roberto Blanco. Aber Roberto hat eine Meisterleistung von Kraft. Es war eigentlich gar nicht möglich, weil nicht einen Mitspieler zu fixieren. Roberto schafft es. Sturmlauf jetzt der FC Sepzera. Kommt ihr Männer, nur Mut, nur Mut. Da kommen sie auf den linken Flügel jetzt. Blitzschnell kommt der Rat, schön ausgespielt, der Erste. Tempo jetzt, Tempo, Tempo. Das ist unser Stellvertretender, der eine großartige Figur macht, aber in dieser Sekunde ausgespielt wird. Ja, meine Damen und Herren, hier verlässt nun Heiner Stelter das Feld, etwas resigniert, denn es ist ihm nicht gelungen, das Tor, was er sich ersehnt hat, herauszuspielen. Aber er hat noch viel Zeit, er wird klar eingewechselt werden. Und nun Oberrat auf Roberto. Und jetzt macht mal Platz für Roberto. Ja, schön, Wolfgang. Und noch in der Lage, schön macht er das und gibt jetzt den Ball schön an Uwe Rein. Das ist der Sieg. Ja. Der selber mal in der Verbandsliga spielte. Schauen Sie mal, wie er da mit seinem Gegner umgeht. Schön macht er das. Elegant. Die Jungs können prima spielen, der FC Rat. Das wollen wir Ihnen gerne bescheinigen. Nagel, ein paar Latten her. Oh, 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 oh. Gib den Ball an Roberto. Roberto, sie ist schon abgewehrt. Schön, Roberto, Nachschuss. Roberto, Aufschlag. Nicht über das Netz, sondern gegen das Außennetz. Und ein Kopfball. Und hochsteigt Horst Rubesch. Das meine ich jetzt im Ernst, wenn man sich die Aufstellung der Mannschaft anschaut gegen eine solche handverlesene fußballerische Meistertruppe in beiden Teilen jedenfalls, das ist überhaupt nicht so schwer gegen eine solche Truppe zu verlieren. Das ist sozusagen nur noch eine Frage, wie man sich aus der Affäre zieht. Und das haben hier die Ratsherren ganz vorzüglich gemacht. Jeder einzelne Spieler wird sich bestätigen und jeder einzelne Spieler Wolfgang Oberath. Was wollen Sie denn bitte gegen einen solchen Weltklasse-Mann machen? Jawohl! 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 Oh ja, 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 ja. Da haben Sie einmal gesehen, wenn beim Roberto der Killerinstinkt erwacht. Er hat wirklich noch einmal Aufsprung auf die Tribüne und die Nummer 12 verpasst das Leder. Da ist schon wieder das Feuer ein bisschen am Verlöschen. Herr Stier ist das,
Ja, der Stier spielt aber nicht mit der Übersicht. Ja, was ist denn das? Elfmeter! Hansen verschießt. Vollstrecker hat jetzt doch das 11. bzw. 12. Tor geschossen.